Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Des 15 hier auf der Kante Belgic Profond. Ja, ich baue jetzt mal beide Schutzbleche ab. Die habt natürlich recht, ich hatte nur eins abgebaut und sieht irgendwie doof aus und im Forst, ja. So, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil ich will hier den noch voll bekommen und dann schicke ich die Ganze mal zu Kaya. Ich wollte mal gucken, ob er unsere BGR wieder in Gang kriegt. Und dann gibt es auch ein kleines Update nochmal hier für die Karte. Ja, und deswegen, weil das mit dem Forst hier wohl Probleme gibt, oder vielmehr keine Probleme, sondern dass die Bäume alle wieder stehen, wäre es jetzt schade um die Arbeit und dachte, hey, dann bringen wir auch den Kram wenigstens zum Sägewerk, dann hat er wenigstens die Stämme ja, da drin gespeichert, ne? So. Licht machen wir lieber an. Und los geht's. Vielleicht können wir noch ein bisschen mähen, wenn wir jetzt schnell genug sind. Da sind schon einige Stämme, ist echt schade drum. Ja. Man muss Opfer bringen, YouTube. Man muss Opfer bringen. Okay, mal rein hier. Ja, die Björnholm, heute mal wieder kurz vor Ende gecrasht, also manchmal ist man schon echt verwundert. Vor allem, wenn du mal eine neue Mod reinschmeißt, dann weißt du ja, okay, hey, das liegt jetzt da und da dran, aber wenn du nichts veränderst, ne, und dann, es läuft immer, ne, 180 Folgen lang und dann auf einmal will er nicht mehr, schon komisch. Wenn ich ja so die Vermutung habe, dass ich irgendwas mit Cosplay beißt oder so. Oder ein Kurs oder wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Okay. Aber ich glaube, um diesen Platz dann wieder zu schaffen, werden wir uns dann, also wenn das hier wieder steht, und einfach. Weil ja auch so die Zeit, ne, langsam weniger wird, weil es ja immer weiter zugeht auf LS17, werde ich vielleicht uns hier dann mal so ein Ponzer zur Unterstützung holen, mieten und nur von diesem Platz hier wieder freischrebbeln halt schnell, ne. Da muss ich ein bisschen rüber. So. Ich glaube, damit ist das Sägewerk schon übervoll wahrscheinlich. Logistisch gesehen müsste ich erstmal. Gut, ich kann auch da hinten hinfahren. Da müsste ja auch dementsprechend geschnitten sein. So. Mist. Daneben. Welche Traktoren für solche Frontanlader arbeiten echt gut sind, sind ja diese von Deutz, dieser Prototyp, ne, der so eine abgeschrägte Schnauze hat. Da kannst du, glaube ich, den Stamm dann sehen. So. Ja, auch schon einiges drauf auf die Plattform hier. Jetzt will ich aber den annehmen. So. Auch mit der Prämisse, dass dann langsam mal unser LKW voll ist. Und wir mal wieder ein paar Paletten verkaufen können. Und dann wollte ich, fällt mir auch gerade einmal wieder auf was unseren Getreidetrockner schmeißen, dass der
das Getreide da mal alles durchjuckelt und ja, mal gucken, was das dann bringt, das Ganze. Weil dann ja oben am Bahnhof dann verkaufen, ne? So, ich glaube, nehmen wir mal den da. Okay. Ja, finanziell haben wir noch so ein kleines Polster. Ich gucke mal, was wir noch für Füllstände überhaupt haben im Lager. So, gucken wir mal kurz, was haben wir denn überhaupt? Knapp 10 Tonnen Gerste, knapp 18 Raps, 17 Körnermais, 13 und Kartoffeln, 16.000 Zuckerrüben, 11 Hackschnitzel und Kompost, 17.000. Achso, da hatten wir sowas reingeschmissen, stimmt. Die können wir ja auch verkaufen, ne? Hafer haben wir sogar noch 16.000 Liter. Okay. So. Na, der lacht mich hier gerade so an. Ein bisschen gerade schieben. So. Dich habe ich. Okay. Ja, es ist nicht gerade der beste Platz hier, aber macht trotzdem Spaß. Soll ich mir den mal da... Weißt du was, ich glaube, wir machen den einen da vorne, der ist ja nicht so groß. Obwohl, naja, doch, hat schon eine nette Masse. Dann schieben wir den doch gerade. Ich tue ihn jetzt zu. So. Überlegen, ob wir den zum Brennholz verarbeiten. So, geht doch. Okay, ich hab ihn. Jetzt zum Thema Multiplayer LS17 schwimmt mir auch so ein bisschen was im Kopf rum und zwar... ob wir dann vielleicht auch mal so ein spontan eine Geschichte machen, dass dann gesagt wird, okay. Ich habe mal mit Werner gesprochen und habe mir das mal angeguckt, wie die das machen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Das hat gesagt wird, okay, wir treffen uns dann die Uhrzeit und sieht zu, dass ihr die Mods habt. Die müsst ihr euch dann selbst besorgen. Ist ja auch klar, da kann man jetzt nicht wegen den Mod-Erstellern, da kann man da nicht sagen, okay, hier, ich hau dir eine Mod-Liste raus. Das ist dann schon ein bisschen, ja, hat dann so ein bisschen Beigeschmack, ne? Und jedenfalls, wenn ihr die Mods habt und ihr habt ein Headset und das funktioniert alles wunderbar, dann könnt ihr auch dann mitmachen und wenn ihr natürlich euch dann dementsprechend auch benehmt, ansonsten fliegt ihr dann halt schneller wieder raus. Wie ihr Piep sagen könnt. Wäre mal eine Idee, ne? Also LS17 möchte ich halt wirklich ganz gerne auch mal was im Multiplayer dann starten. So. Zieh nochmal rein. Passt.
Ja, diese Krücke da vorne, die können wir jetzt wirklich mal zersägen. Sind was? X? Nee. C? Nee. Q. So. Und der Michael hatte mir mal einen Tipp gegeben, wie ich das Ding resetten kann. Du wirst es nicht... Ich habe schon wieder vergessen. Es ist echt zum Heulen. Aber ich gucke mir das nochmal an. Also das sollten wir nochmal hinkriegen. Und ich, es waren jetzt hier, glaube ich, bis zu 2 Meter Stücke, oder? Egal. Hau jetzt mal nach Schnauze. Mal gucken, ob Meter geht. Meter geht. Da waren es wohl wirklich 2 Meter. Nochmal 1,99. Wenn ich den halt nochmal teilen. Nee, 1,99 geht nicht. Also 1 Meter. Ja. Gut, dann ist der weg. Da kann man nicht solche kleinen Dinger hier einfach da reinschmeißen. Hey, die verschwinden jetzt alle. Toll. Der ist noch da. Mal, wächst das überhaupt, wenn ich abschneide? Die Holzpalette? Wollen wir mal genau gucken. Also, einmal abschneiden. Und jetzt... Wir haben jetzt 517. Ja doch, okay. Ich werde hier noch beschissen werden. Die Palette würde ich schon gerne voll kriegen. Der geht nicht, okay. Wieso gehst du nicht? Hm? Der hat so viel Masse oder was? Jetzt. Immer noch nicht. Haben wir noch ein Stückchen für mich hier? Das hier vielleicht? Ganz minimal noch. Gut, jetzt haben wir es. Jetzt können wir die Brennungsmittel verkaufen. Wieder ein bisschen Geld rein. So. Jetzt haben wir eigentlich nicht mehr viel Zeit, ne? So, dann machen wir noch einen Baumstamm und dann fahren wir mal los mit dem Gespann. Sie noch aufladen. So. Ich muss jetzt mal von außen schauen. Okay, den habe ich. Und drauf damit. Dann haben wir echt eine gute Palette voll hier. So, dann wäre das schade gewesen, wenn das jetzt wieder alles weg gewesen wäre, ne? Da wird sogar noch mehr drauf. Also wie hoch du das Ding packen kannst, ist echt der Hammer. Wenn du davon hier 2, 3 Stück im Forst stehen hast, einer fährt ab und der andere kümmert sich darum, dass das voll wird oder einer sägt noch dazu. Schon eine geile Sache, ne? Könnte echt Spaß machen. Ich kann irgendwie nicht aufhören. Ich will das Ding gar nicht richtig voll haben. Hm, ich hab's nicht getroffen, ne? Doch. So. Magische Gong. Müssen wir uns gleich nur da hinten hinquälen.
Das ist ja nochmal das Ding. Ja, das Gewicht. Hier jetzt mal eben abmachen. Dann nehmen wir es halt vorne wieder dran. Warte mal, da muss ich Frontkraftheber ausklappen. Geklappt. Dann liegt das hier nicht rum. Und dann nimmst du noch einen Fußgänger mit oder so, steckst wupp in die Tasche. Sehr schön. Gut, jetzt versuche ich da mal dran zu kommen. Na, wo hänge ich jetzt fest? So, Allrad ist drin, also eigentlich sollten wir da hinkommen. Boah, da habe ich mir was. Mann, Mann, Mann. Ja, ich muss da irgendwie. Muss ich von da rückwärts fahren, warte mal. Da kommt hier jetzt eh doof aus, wenn die Äste da durchgehen, von daher können wir auch von außen gucken. Müssen wir mal Differential und allen Kram reinhauen. Komm schon. Lass mich jetzt hier nicht im Stich. Die ganze Arbeit umsonst war. Muss jetzt das Gewicht doch nochmal abnehmen. Dass ich vielleicht deswegen jetzt nicht so ganz zufrieden ist. Warum hier? Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Sehr schön. Jetzt versuchen wir das Ganze mal hochzuziehen. Nein! Müssen wir mal ankoppeln. So, jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo dieser Ast hier rumhängt. Ach, das werde ich nicht finden. Das wird jetzt zu kompliziert. Das Ganze. Okay. Was eigentlich nur der oberste sein kann, ne? Das ist doch geil, so ein schöner Anhänger voll. Okay. Und wir können jetzt eigentlich auch zurückfahren. Ich mal das Gesperrdings, da kannst du mich schlecht da lenken, mal wieder rausnehmen. So. Schönes Bild übrigens. Gut, dann. Bretter, Palette, Mischbehälter. Voll. Gut. So, wir sind eh auf dem Weg. Ist ja gleich um die Ecke. Dann hauen wir das Ganze rein und gucken uns gleich mal den Füllstand an. Wahrscheinlich werden ein paar Bäume überbleiben. Und die könnten wir sonst auch direkt verkaufen. So. Ja, was mit dem Update auch dann ist, das Schweben der Palette wird dann behoben sein. Boah, wie das schon wieder schwimmt hier, ne? Weil da bin ich echt mal gespannt auf den Test mit dem JCB, wenn wir uns den großen holen. Ob das dann wirklich weg ist. Das wäre echt cool. So.
Dann laden wir das Ding mal ab. Frisches Holz aus gesundem Wald. Früher, als ich noch kein Sägewerk hatte, habe ich da immer kleine Kühe draus geschnitzt. War immer sehr mühselig. War in so einem lauen Winter, aber Wintermonat hast du dann halt. Ui, das reicht nicht, ne? Ja, sag ich doch, der will nicht alles haben jetzt, aber das ist nicht so tragisch. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann liegen bleibt. Mal gucken, wie hoch der Trigger ist, ob er den hier noch mitnimmt zum Verkauf. Ja, sehr schön. So ein bisschen diesig heute, ne? Okay. Dann schauen wir mal schnell, was wir jetzt für einen Füllstand haben. Es steht das Wetter auch um. Deswegen hätten wir hier kein Gras mähen können. So, wir haben, ich muss nicht dran gehen, ich kann schlecht gucken, also 49.814 Einheiten, dann ist das Ding jetzt voll, na gut, die Holzpalette, die hauen wir dann in der nächsten Folge rüber, wenn die noch da ist, nach dem Update, müssen wir mal gucken, ob es da noch Schwund gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Resttag und wir sehen uns dann morgen wieder, YouTube, macht's gut, ciao.